Mein Name ist Silvia Williams und das ist ein von meinen Pferden und sein Name ist Xardas. Ich habe hier 8 Pferde mit mir, um für heute Abend an die Show teilzunehmen mit Freiheitspferden, wo wir zusammen tanzen und spielen und rumlaufen in die Halle. Ja, was können die Zuschauer denn heute Abend erwarten? So, heute Abend gibt es viele Sachen zu sehen mit anderen Kollegas, aber ja, da gibt es viele unterschiedliche Sachen. Schöne, eine Garotcha-Nummer, ein Komisch-Nummer, Freiheitsnummers. Ja, ich glaube, es ist eine komplette Nummer heute Abend. Vielleicht können Sie mir noch mal erzählen, wie Sie so zum Pferd gekommen sind. Wie war Ihr Werdegang? Was ist passiert, damit Sie jetzt heute Abend hier stehen? So, meine Eltern hatten auch Pferde von immer. Und vor dass ich konnte laufen, habe ich immer Pferde geliebt. Ich wollte immer zu den Pferden gehen. Meine Eltern haben mir auf Pferd gesetzt, vor dass ich konnte laufen. Und ich hatte von Anfang an viel Spaß. Und spielen mit den Pferden, das ist immer so eine Sache, die mir so glücklich macht. Und ja, ich habe gelernt, klassisch reiten und ich habe das allen gelernt. Aber das Spaß, das Spielen, die Freundschaft zwischen Pferd und Mensch, das ist mein Leben. Da steckt mein Glück rein. Wie ist es denn, wenn so eine Show vorbereitet wird? Wie lange wird darauf hingearbeitet? Wie lange wird trainiert? Und wie aufgeregt ist man denn da noch? So, das ist schwierig zu sagen, wie lange das man trainiert. Und eigentlich ist das ein ganzes Leben. Das ist nicht von einem Monat gehen wir trainieren. Nein, das ist ein ganzes Leben, ein Aufbau, ein Relationship, eine Kommunikation zwischen Pferd und Mensch. Eine Freundschaft, die wächst, so wie Menschen. Du bist nicht die beste Freunde gleich. Das kommt mit der Zeit, das Vertrauen, das wird immer größer und ja, die Band ist immer stärker und stärker. Und die Choreografie, die kann man einfach wechseln. Nachher, wenn du eine gute Kommunikation hast mit deinem Pferd, dann änderst du Choreografie, änderst du viele Sachen. Aber die Basis, das dauert viele Jahre. Was ist denn die Basis? Wie kann man so ein enges Verhältnis, so ein Vertrauen mit seinen Pferden aufbauen? Mit viel Zeit zusammen zu verbringen. Viel Zeit und immer ehrlich sein mit Pferd. Das Pferd muss wirklich Vertrauen haben. Pferde gehen überall durch und dass die wissen, dass ich dir nicht in Gefahr bringe. Und du kannst nicht sagen, von heute gehe ich irgendwo hin und ich bringe mein Pferd in Gefahr. Dann gehe ich mein Pferd enttauschen und dann nächstes Mal gehen die vielleicht nicht sicher sein, von was ich sage. So, immer wissen, wo ich meine Pferde hinbringe und was ich von meinen Pferden verlange. Dass das in die Kapazität ist von jedes Pferd. Ein junges Pferd muss ich mehr aufpassen, und ich muss ihn behalten in eine Komfortzone. Wenn ich ihn aus die Komfortzone nehme, du kannst ein bisschen aus die Komfortzone kommen, natürlich um neue Sachen zu lernen, aber aufpassen, dass das Vertrauen nicht verlierst. So, gucken, welches Pferd fertig ist, um sowas zu machen oder sowas zu tun. Und wenn er dafür fertig ist, dann ist das okay. Und ist es denn vor einer Show so, dass man auch wirklich noch Angst hat, dass was schief läuft, oder kommt man in die Routine rein? Ich komme nicht in die Routine. Ich bin immer aufgeregt, aber eine gute Aufregung, keine schlechte Aufregung. Aber ja, ich habe immer Aufregung an jede Show. Das geht nicht weg. Und ich glaube, die Dacht, dass ich es nicht mehr Muster habe, das würde nicht gut sein. Alles klar, dann war es schon von mir. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total auf die Show heute Abend. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß.